Liebe TechTide-Community, kann man ja jetzt schon fast sagen. Nee, Herr Muhle würde sagen TechTide-Familie an der Stelle. Ich weiß nicht, dass wievielte Panel das für Sie ist. Ich hoffe, Sie hatten schon super Eindrücke heute von der TechTide. Ich hoffe, Sie zu Hause hatten schon super Eindrücke. Und für mich kommt jetzt ein super Eindruck, weil ich nämlich überhaupt gar keine Ahnung habe von dem Thema, was ich moderieren darf. Künstliche Intelligenz. Aber was macht man, wenn man keine Ahnung hat? Man sucht sich zwei Leute, die den totalen Durchblick haben. So hoffe ich, so hoffen Sie wahrscheinlich auch. Wir lassen uns alle ein bisschen überraschen. Spaß beiseite, ich glaube tatsächlich, dass das, was ich anspreche, viele Menschen in unserer Gesellschaft betrifft, nämlich, dass wir den Begriff Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz oder irgendwas mit Algorithmus oder irgendwas mit Programmieren alles in einen Topf schmeißen und das irgendwie schon mal gehört haben, aber ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung haben. So dieses klassische, ich gucke mir bei Zalando grüne Schuhe an, wechsle die Seite und denke mir, wieso wird mir denn jetzt plötzlich wieder genau... Das muss ja ein Zeichen sein, so verkaufe ich es von meinem Mann. Wenn mir diese grünen Schuhe jetzt genau nochmal angezeigt werden, dann muss ich sie kaufen. Das ist meine Grundsatzerfahrung mit künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, dass wir gesellschaftlich so ungebildet sind an vielen Stellen der Digitalisierung. Wir können über Medienkompetenz sprechen, wir können über digitale Ethik sprechen, insbesondere aber für diese Grundkenntnisse von künstlicher Intelligenz. Und dabei vollkommen übersehen, dass künstliche Intelligenz ja längst schon ein Mitglied unserer Gesellschaft geworden ist. Ich freue mich sehr, dass ich... Wir fangen Ladies first, ich vergesse schon alle Konventionen. Ladies first, immer. Gentlemen first. Dr. Julia Freudenberg als Geschäftsführerin der Hacker School, die sich beide gleich selber vorstellen. Und Thomas Bischoff, der die Firma Phoenix Contact hier vertritt. Und die beide irgendwie im Alltag ja mit künstlicher Intelligenz und mit irgendwie Nullen und Einsen oder auch nicht und mit Programmieren und Coding oder auch nicht umgehen müssen. Julia, stimmt das? Musst du das? Die oder auch nichts habe ich eigentlich den ganzen Tag. Das kann man so ganz gut zusammenfassen. Zum einen als Mensch an sich hat man ja unglaublich viele Kontakte, wobei die wenigsten das zwangsläufig in dieser Kategorie erfassen. Im beruflichen Kontext auch natürlich. Aber wir haben halt immer wieder die Erfahrung, wenn wir mit Kindern zusammenarbeiten und wir wollen als Hackerschool Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern, durch ehrenamtliches Engagement von ITlerInnen aus der Wirtschaft, dass die Kinder ein unglaublich abstraktes Konstrukt von diesem künstliche Intelligenz-Begriff haben. Und in den seltensten Fällen ist das gut belegt. Und das Setting, was auf das wir da treffen, ich musste gestern sehr lachen, als Kenza Aizie-Abu diese Keynote gehalten hat über künstliche Intelligenz, wo sie sagte, wer findet das denn gut und wer nicht? Und wer von denen, der es nicht gut findet, führt diese Erfahrung zurück auf Terminator 3? War der doch, oder? Irgendein Terminator war das. Aber wie gesagt, so dieses Roboter-Ding. Und das sind die Eltern, die heute die Kinder erziehen, die damit aufgewachsen sind. Und mit sowas ein positives Lernumfeld für etwas zu schaffen, was man vielleicht nicht direkt versteht, was einem deshalb gleich so ein bisschen suspekt ist, das ist halt was, das können wir uns heute nicht mehr leisten. Und da wirklich einen Zugang zu schaffen, auch dass sich junge Menschen für dieses Themenfeld an sich begeistern, das liegt halt eben in der Hackerschool sehr verortet, weil ich davon überzeugt bin, dass Angst immer der schlechteste Berater ist, den man haben kann. Und so gesehen, ja, beruflich, täglich, privat auch, da überall, wo es uns betrifft und auch wo man das zusätzlich eben auch noch ein bisschen nutzbringend einsetzen kann, ist das tatsächlich bei unserer Familie auf jeden Fall so ein Mitglied auf permanenter Basis. Thomas, ist bei dir in der Firma und zu Hause künstliche Intelligenz auch ein Mitglied? Ja, auf alle Fälle. Aber vielleicht erstmal noch mal zum Terminator, weil Kenza hat es ja gestern schon vorgestellt. Es gibt ja diesen Terminator-Effekt, bevor ich mich gleich vorstelle. Aber der Terminator ist doch gar nicht das Problem. Das Problem ist nämlich Skynet, weil so heißt nämlich die KI bei Terminator. Aber das nur so am Rande. Also ich bin Thomas, Thomas Bischoff. Ich bin bei Phoenix Contact angestellt im Bereich Digital Process and Solutions. Nebenbei bin ich Co-Chair im Arbeitskreis AI in Industrial Automation beim Zentralverband der Deutschen Elektro- und Digitalindustrie, heißt es ja jetzt. Ist ja ein neuer Name. Und da kümmern wir uns natürlich um KI. Ja, und bevor ich solche Runden anfange, habe ich mir mal aufgeschrieben, warum soll ich hier eigentlich was machen? Ich möchte mal gerne Ihre Erfahrung mit KI. Wer arbeitet hier mit KI? Wer kennt KI und wer macht schon was mit KI? Ach. Wahrscheinlich alle und keiner weiß es. Ich möchte mal Handzeichen sehen. Einer. Okay. Ich bin irritiert. Arbeitet hier keiner mal so in Zoom-Konferenzen, in Team-Konferenzen? Ja, wer nutzt KI? Wer nutzt KI? Google, genau. Da ist nämlich überall KI drin. Ist hier heute irgendeiner ohne Navi hergekommen, also mit einem Auto? Da ist vielleicht auch eine KI drin, wir wissen es nur nicht. So, also KI ist schon in der Gesellschaft angekommen.
Aber da müssen wir uns halt jetzt mal so ein bisschen mit auseinandersetzen. Ist das schon die KI, vor der alle Angst haben? Müssen überhaupt alle Angst haben? Oder wo wollen wir da überhaupt hin? Und ja, darum soll es jetzt erstmal gehen. Thomas, wenn du sagst, du arbeitest für Phoenix Context im Bereich, sag's nochmal bitte, Digital Processes and Solutions. Und ich als Lehrerin und Schulleiterin einer Oberschule denke mir, alles klar, ich bereite jetzt mal die Auszubildenden vor, die für dich in einem Beruf arbeiten sollen, den ich nicht mal aussprechen kann, geschweige denn weiß, was sich dahinter verbirgt. Glaubst du, dass das ein Grundproblem im Moment ist, dass Kinder gar nicht mehr sozusagen als Fachkräfte nachwachsen für diesen Bereich künstliche Intelligenz? Fangen wir mal mit dem großen Thema schon direkt am Anfang an. Ja, es ist ein Grundproblem, weil das Problem haben wir auch gerade, weil sonst, ja, wir müssen halt viel mehr Aufwand gerade auch betreiben, um halt wirklich die Kinder, wie du es sagst, oder Jugendlichen überhaupt für technische Berufe zum Beispiel gewinnen zu können, weil für die ist das halt vielleicht ein Stück weit abstrakt, deswegen müssen wir sie halt ein bisschen auch an diese Techniken und so heranführen, so wie ihr das ja auch macht bei der Hacker School, dass ihr einfach die mal an Python oder so ranholt, weil sonst, sie haben sonst überhaupt keine Berührungspunkte dazu. Und wie soll ich, ja in meinem Bereich zum Beispiel, ich kümmere mich halt um digitale Prozesse und wir stellen halt immer mehr fest, wir müssen halt immer mehr Prozesse total durchdigitalisieren, total durchautomatisieren, weil es gibt ja halt keine Mitarbeiter mehr. Ich habe neulich eine relativ schockierende Aussage gehört. Ich war in Berlin auf einem großen Kongress, da ging es um digitale Rechnung, um E-Rechnung. Da waren hunderte von Leute und da war der Chef der deutschen Steuerberater. Und da kam dann die Aussage, so niedere Berufe wie Buchhalter möchte doch heute keiner mehr werden. Muss man erst mal sacken lassen, weil früher hatten Buchhalter immer Krawatte. So als ich noch in der Ausbildung war und nur in der Buchhaltung mal 3 Monate arbeiten musste, waren das ja mit schon höherer Level. Und heute möchte das einfach keiner mehr werden, weil es will niemand mehr so einen haben buchen. Also was brauchen wir in der KI? Bei uns gibt es eine RPA, ein Machine Learning dafür, was halt einfach Buchhaltung erledigt. Gibt es mittlerweile alle schon. Aber was soll ich denn jetzt den Kindern erklären? Was sollen die denn jetzt werden? Weil wenn solche Aufgaben, die man früher klassisch in der Banklehre, in der Buchhaltung gemacht hat, wenn das heute oder demnächst ein Roboter übernimmt, das müssen wir halt uns jetzt mit auseinandersetzen. Also wir müssen die Kinder mehr an die Technik ranführen, damit sie halt auch schon lernen. Das kann ich machen, das ist vielleicht ganz cool und das will ich vielleicht auch die nächsten 10 Jahre machen. Weil die Technik entwickelt sich mittlerweile so schnell, dass man auch ja, gar nicht mehr sagen kann, ich lerne jetzt was und nach 10 Jahren mache ich das immer noch. Weil wir unterhalten uns ja heute über KI, weil eigentlich dürften wir uns gar nicht mehr über KI unterhalten, weil KI ist eigentlich durch. Weil wir kümmern uns schon um Quantenmaschinen Learning gerade, weil die normalen Computer quasi, vielleicht nicht für die Öffentlichkeit, aber im Allgemeinen sind die im Aussterben aktuell. So, wer schon mal einen Quantenkurs gemacht hat, der weiß, damit sollte sich die Gesellschaft auseinandersetzen, weil da gibt es nämlich große Probleme, die auf die Gesellschaft zukommen. Also ich habe gerade, bei Quanten bin ich schon wieder raus, so. Aber ich habe gerade gelernt, wir sollen Kinder an Technik ranführen, Julia. Dann würde ich sagen, alles klar, Waldschule hatten prima, alle Kinder haben ein elternfinanziertes Tablet ab Klasse 7, den ist ab Klasse 6, ist doch super, arbeiten damit in jedem Unterricht. Ich bereite vor für diese Arbeitswelt, für Digital Processing und so Quantengedöns und so. Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Du erklärst es ja gleich noch. Ist das so? Bereiten wir nur dadurch jetzt vor, ich führe Sie an die Technik ran. Immer diese Fangfragen. Du legst auf jeden Fall damit eine ganz tolle Grundlage und ich glaube, dass die Kinder an deiner Schule sich wirklich glücklich schätzen können, wie viel sich darüber Gedanken gemacht wird. Das ist ja nun nicht der ganz klassische Standard. Es ist aber genauso trivial zu sagen, wie eine Schwalbe keinen Sommer macht, macht ein Tablet keine Digitalisierung. Besonders nicht, wenn es gemütlich im Schrank liegt und da eben halt verrottet, bis es ausgetauscht wird. Aber auch diesen Ansatz zu sehen, ich habe neulich gehört, dass die erste Bewegung, die Kinder lernen, ist links und rechts wischen. Früher war das ja noch diese Daumenarthrose, aber das ist ja jetzt mittlerweile auch schon wieder ein Teil 2. Es ist einfach was, dass wir sehen, dass man ja nur Prozesse wirklich steuern kann, wenn man sie in irgendeiner Weise so weit versteht, dass man die Einflussfaktoren dekodieren kann. Und ich halte es halt
Ich hatte früher immer so den Anspruch, ich verwende nur Geräte, die ich verstehe. Ich habe das jetzt relativiert, weil ich benutze jetzt auch andere. Aber als Beispiel, wenn man mit dem Kühlschrank anfängt, mit Fragestellungen wie, wenn ich einen Kühlschrank öffne, kühle ich den Raum oder heize ich ihn damit oder bleibt er neutral? Und das Ergebnis völlig egal ist, aber die Begründung zählt. Dazu muss ich wissen, wie der Scheiß funktioniert. Und wenn ich diese Begeisterung sehe, zu gucken, okay, ich kann Sachen trainieren, ich kann Sachen verändern, ich kann das wirklich verstehen, dann muss ich halt einen Schritt weiter gehen, als nur zu sagen, super, die Hardware ist da. Weil ein Device an sich löst kein Problem, sondern Device, die Art und Weise, wie ich damit arbeite und insbesondere, wenn ich auf eine Art und Weise damit arbeite, die neugierig entdeckend ist und nicht, oh mein Gott, es wird mich fressen, dann kann ich auch tatsächlich etwas zumindest so weit beherrschen, dass ich es steuern kann und wirklich Einfluss nehmen. Wenn du sagst, sozusagen, wir müssten im Grundsatz, und dafür sind zum Beispiel auch Schulen da, dafür sind Aus- und Weiterbildung da, dafür sind Fortbildung da, dass man sich vertiefter in Prozesse eindenkt oder dass man Dinge versteht oder überhaupt mal Sachverhalte auch hinterfragt. Wenn du sozusagen in diesem Bereich ja unterwegs bist und wir alle hier, gerade du hast es gesehen, jeder von uns hebt eigentlich nicht sofort die Hand, wenn er sagt, bist du täglich mit KI im Einsatz, müssten es aber tun, weil wir ja gar nicht wissen, wo überall KI mittlerweile dahinter steckt oder eben auch das reine Programmieren und Coding dahinter steckt und was ich beeinflussen kann und was nicht. Wenn jetzt die Zuschauer der TechTat, die möglicherweise auch zu Hause am Gerät sitzen und sagen, alles klar, ist das jetzt KI, dass die da zu mir sprechen oder was ist denn eigentlich KI? Wie würdest du dich hinstellen und dann jemandem, der 85 ist oder jemandem, der 5 ist, erklären, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Bei 5 und 85 kannst du wahrscheinlich sogar mit einem ähnlichen Ansatz daran gehen. Vielleicht nicht zu komplex, vielleicht ohne Worte wie Quanten irgendwie was oder sowas. Wir versuchen ja ganz häufig, maschinell Sachen nachzubauen, die wir, sei es am menschlichen Körper oder der Art des menschlichen Denkens orientiert, die wir eben halt von uns kennen. Und ich würde fast denken, dass Thomas das noch besser definieren kann, aber wirklich zu sagen, eine künstliche Intelligenz ist ein Versuch, eine menschliche Intelligenz nachzuempfinden. Und an der Stelle würde ich bei 5 und 85 immer als erstes mit dem Punkt reingehen, auch zu sagen, was verstehen wir unter einer schwachen KI, was verstehen wir unter einer starken KI? Und diese Horrorvisionen, die in irgendwelchen crazy Movies aufgebaut werden, die sind... Es ist ein Teil davon, man darf es wahrscheinlich nicht unterschätzen, aber ganz viele Sachen aus der sogenannten schwachen, aus der repetitiven KI sind etwas, die uns den Alltag so viel angenehmer machen und die eben auch in diese, ich sag mal, argumentative Lücke vieler Menschen reinspringen, die sagen auf der einen Seite, lebenslanges Lernen finde ich super, das mache ich eigentlich, ist also richtig, richtig gut. Und auf der anderen Seite sagen, oh mein Gott, die Maschinen nehmen mir die Arbeit weg, ich verstehe das alles nicht. Und die gar nicht merken, dass das ein totaler Widerspruch ist, das in sich so zu sagen. Und da wirklich reinzugehen und zu sagen, es gibt so viele Sachen, auf die du selber erstens keinen Bock hast, die sich auch vielleicht viel einfacher lösen lassen und hey, wenn du jetzt nicht spontan loslegst und mit 20 Kindern aushilfst, werden wir da sowieso gar nicht drum rumkommen, weil wir werden weniger, wir müssen gucken, wie wir das organisiert kriegen. Und in dem Bereich, wenn ich wirklich Lust habe, mich dafür zu interessieren und da reinzugucken, ist das was, wie gesagt, Angst als schlechtester Ratgeber, wo man auch gestaltend unglaublich viel erfassen kann und auch dadurch, dass man sie integrativer gestaltet, auch der Biasbildung vorbeugen kann, weil wenn wir die Situation haben, dass nur weiße Männer zwischen 20 und 40 die generischen Codes dafür schreiben, naja, da sollte man sich vielleicht auch mit engagieren und von daher auch wieder gerne Angst ablegen, es probieren und sich zu engagieren. Also habe ich meinen Kurs bei Julia abgelegt und gesagt, okay, in Grundsätzen habe ich verstanden, was künstliche Intelligenz überhaupt bedeutet. Dann fahre ich jetzt rüber zu Phoenix Contact und sage ein paar Kilometer weiter, wie, Thomas, ich habe jetzt eine Grundbildung, erklärst du künstliche Intelligenz für jemanden, der aus unserer Gesellschaft kommt und sagt, ich habe damit nichts zu tun, geht mich nichts an? Also im Prinzip ist genau das, was Julia auch gesagt hat. Es geht ja eigentlich darum, dass eine Maschine irgendeine Tätigkeit eines Menschen nachahmt und dass sie die halt umsetzen kann und dass sie halt optimiert wird. Man muss sie halt antrainieren und irgendwann kann sie es dann halt schneller. So, der Vorteil der KI ist ja, die kann viele Sachen ganz schnell erkennen und zum Beispiel oder viele Sachen ganz schnell errechnen. Und das soll uns ja helfen dabei. Also wie geht man an so eine Sache ran? Also wenn man jetzt so einen Standard-Einsteigerkurs in Machine Learning in Stanford oder so belegt, so dann geht es, habt ihr gelacht schon, ich weiß jetzt schon, was kommt, dann geht es im Prinzip darum, dann kriegt man 2 Millionen Files. So, habe ich damals auch gekriegt.
eine Million mit Katzenbildern und eine Million mit Hundenbildern. Und dann soll man der Maschine beibringen, was sind Katzen und was sind Hunde. Ja, wenn man sich ein bisschen mit Algorithmen und so auskennt, klappt das irgendwann relativ gut. Und dann schieben die einen Löwen unter. Was ist ein Löwe? Ist das eine Katze oder ein Hund? Oder ist das was ganz anderes? Weiß es einer? Ich wusste es auch nicht. Weil es geht nämlich einfach darum, da haben wir nämlich den Bias, nämlich den Julia vorhin erklärt hat. Wir haben die Maschine betrogen. Wir haben ja eine Million Katzen und eine Million Hundebilder gezeigt. Wir haben aber nicht gesagt, dass der Löwe im Prinzip eine Großkatze ist, also auch eine Katze. Also wir haben den Algorithmus beeinflusst dadurch. Und das bringt man aber der KI halt bei. Die KI arbeitet immer nur so gut, wie die Daten sind, mit denen man sie füttert. Und wenn man als Mensch davor nicht daran denkt, dass es ja auch vielleicht noch andere Katzen gibt, dann kriegt man immer irgendwann ein schlechtes Ergebnis. Oder im Zweifelsfall stirbt vielleicht einer, weil man hat die KI so angesetzt, dass sie eine visuelle Kontrolle hat und sie lässt alle Katzen draußen, alle Hunden rein. Oder umgekehrt, sie lässt alle Katzen rein und alle Hunden draußen. Ja, blöd, wenn sie dann Löwen reinlässt, wenn man halt in dem Raum ist. Und das ist halt wirklich, das kommt wirklich in den Anfangswochen halt so vor. Man kriegt halt diese Dateien und plötzlich taucht ein Löwe auf. Da muss man wirklich aufpassen. Aber was will man damit sagen? Man muss halt wirklich ganz viele verschiedene Daten halt testen, damit man halt wirklich der KI das beigebracht hat, was man ihr auch beibringen will. Weil sonst kommt man nämlich zum Problem auch mit der schwachen und der starken KI. Wir wollen ja verhindern, dass die KI irgendwann so stark ist, dass sie uns überlegen wird. Ist aktuell überhaupt nicht in Sicht, auch die nächsten 50 Jahre nicht. Aber wenn die KI so schlau wäre, dass sie sich selber beibringt, dass der Löwe vielleicht was Gutes oder was Schlechtes ist, also jetzt rein von der Gefahr her, dann bräuchte sie ja uns nicht mehr. Aber da kann ich gleich reingehen, weil jetzt habe ich ja auch deinen Kurs absolviert und habe verstanden, also ich glaube, ich bin jetzt ein KI-Profi schon jetzt an dieser Stelle, weil ich verstanden habe, okay, es gibt starke und schwache künstliche Intelligenz und du sagst mir, und das finde ich die Erkenntnis des Tages, ist ja prima, weil ich könnte daraus jetzt interpretieren und bei Social Media posten, künstliche Intelligenz ist keine Gefahr, die ist nämlich nicht klüger als wir, weil wir verantwortlich sind, wie wir sie füttern. Mit welchen Daten? Warum haben dann so viele Leute Angst vor künstlicher Intelligenz und selbstlernender Intelligenz? Die haben ja eigentlich gar nicht Angst vor der künstlichen Intelligenz, sie haben Angst vor den Folgen. Die haben Angst, dass die künstliche Intelligenz sie arbeitslos macht zum Beispiel. Also man muss aber doch, wie ich vorhin gesagt habe, man lernt was, dann wendet man 10 Jahre an und vielleicht muss man dann in Zukunft halt immer wieder neu lernen, damit man eine andere Tätigkeit ausführen kann. Und die Menschen haben halt Angst davor, ihr nehmt mir die Arbeit weg und was mache ich denn dann? Weil die kann es wirklich schneller, die kann besser so ein Haben buchen, das macht den ganzen Tag ohne Ende, wenn sie will, oder die sortiert Daten. Wir haben bei uns 3D-Drucker im Einsatz, da hängen Industriekameras drüber und die machen halt mit Deep Learning, gucken die da drauf und die sind so trainiert, dass sie halt die Sachen, die halt aus dem 3D-Drucker kommen, in einzelnen Kundenbestellungen zuordnen können. Das kann Mensch gar nicht so schnell, weil die Dinger sind immer so groß, die da rauskommen, man kann die Unterschiede nicht erkennen, aber die Kamera kann das. So, aber früher haben das vielleicht Menschen gemacht und haben da Tage für gebraucht und das ist halt die Angst, die man hat. Weil im Prinzip hat doch keiner Angst davor, das Handy einzuschalten, nutzt jetzt eine künstliche Intelligenz, die beißt nicht. Die riecht nicht und ja, passiert nichts. Thomas hätte mich ja jetzt im Zweifel beruhigt, wenn ich dann jetzt wieder zurückfahre zu dir und sage, alles klar, Julia, eigentlich ist künstliche Intelligenz nicht schlimm, wir müssen sie einfach nur beherrschen können und dann ist alles gut. Jetzt kommt mir aber Folgendes in die Quere und ich sehe tatsächlich so einen Terminator-Film, in dem mir ganz klar gemacht wird, künstliche Intelligenz wird irgendwann so selbstlernend, dass sie den Menschen sozusagen in der Intelligenz überholt. Ist das für dich richtig? Ist es eine berechtigte Angst oder sagst du, das ist echt Science Fiction, komm mal runter, guck nicht so viel Fernsehen? Das finde ich grundsätzlich eine sehr gute Idee, weil meistens Fernsehen rein konsumtiv ist, wobei man kriegt da ja auch Bildung raus. Es gibt ganz unterschiedliche Zukunftsszenarien. Auch wenn man sich, ob jetzt sympathisch oder nicht, Elon Musk anguckt, der hat ja auch durchaus einen sehr kritischen Blick auch auf insgesamt, wie entwickelt sich künstliche Intelligenz. Oder wenn man guckt im Silicon Valley, diese ganzen gehypten Hightech-Gründer, deren Kids sind die letzten, die ein Handy kriegen. Also es gibt da schon Sachen, wo man sagt, okay, wenn man viel weiß, hat man auch durchaus hier und da Vorbehalte. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Angst immer schlecht ist. Ich glaube, dass es tatsächlich
auf jeden Fall einen ganz großen Bedarf in dem Verständnis von Daten gibt und wie wir damit umgehen. Weil bei den Hunden und den Katzen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, und ich bei dieser 1 Million Bilder sind zum Beispiel alle Katzen draußen und alle Hunde drin oder umgekehrt, egal, aber es gibt so ein Muster da drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Tier draußen abgebildet wird, viel schneller gedacht wird, das ist dann eben halt der von mir aus Hund, der immer draußen ist und es wird drinnen was abgebildet, dass auch dadurch sich Daten nochmal verzerren. Und in dem Moment, wo wir die Daten nicht mehr verstehen oder wo wir keine Idee haben, wie auch die Deutungshoheit der Daten ausgelegt wird, dann wird das kritisch. Dann können wir reden über Gleichberechtigung so viel wir wollen. Wenn aber eine KI sich die Lebensläufe anguckt und sagt, unter der Prämisse, es muss immer durchgehend sein, keine Lücken im Lebenslauf, immer schön eins nach dem anderen, bloß straightforward. Wenn das die Maßgabe für positiv ist, dann werden wir mit den Elternzeiten unglaubliche Probleme kriegen, weil in Deutschland ist ja so, du musst 6 Wochen vorher, 8 Wochen danach, wie auch immer, hat man ja eine Sperre, wenn man nicht zufällig selbstständig ist. Oder wenn man sagt, diese Auslandsaufenthalte, die ja auch wirklich für die eigene Entwicklung unglaublich wertvoll sind, ist aber im Lebenslauf vielleicht ein bisschen quirky. Und dann kriegen wir Ergebnisse, dass wir Leute, die wir eigentlich wollen, aussortiert kriegen und das gar nicht hinterfragen. Und in dem Moment, wo wir nicht reflektiert auf Daten gucken und wie wir eine KI füttern, dann muss ich sagen, verstehe ich Sorgenfalten. Das muss der größte Anspruch sein, den wir haben, dass wir insbesondere junge Menschen, aber auch die lebenslanges Lernen, die im Berufsleben stehen, sowohl Richtung neuer Technologien als auch Datenkompetenz so weit bilden, dass eben halt da eine Angst keiner sinnvollen Nutzung der Daten entgegensteht. Dann frage ich aber trotzdem noch mal provokativ weiter, wenn man euch Expertinnen und Experten folgt und wenn man sagt, okay Leute, wir betrachten, und das tut ihr, KI relativ neutral und sagt, okay, es ist steuerbar, man muss gewisse Grundsätze wie der Datensammlung und dem Verständnis für Daten sozusagen, das muss man aufbauen. Das müsste wahrscheinlich, und darauf kommen wir ja gleich noch in der Hacker School schon ganz früh, im Kindesalter, das Grundverständnis aufgebaut werden. Dann ist ja die Grundsatzfrage für mich, haben wir in Deutschland Angst vor Daten? Oder warum wurde zum Beispiel in Zeiten, wir haben es gestern Abend gehört, in Deutschland, wir haben keine Ahnung, wie viele Aktenordner beim Impfen wohl entstanden sind, wo jeder ja 5 oder 6 Zettel ausgedruckt da abheften musste und beim zweiten Impftermin nochmal und die wurden alle irgendwie archiviert. Anstatt zu sagen, okay, hier ist meine Chipkarte, sammle die Daten und mache ein Impfregister. Haben wir Angst vor Daten oder wo ist das Problem? Wir haben Angst vor allem. Also alleine das Wort German Angst, das ist geil, wenn du Vorträge auf Englisch hörst. German Angst, Ausbildung und pünktlich. Das sind Worte, die brauchst du nicht zu übersetzen. Das Irre ist in Deutschland, das fand ich toll, was Stefan Muhle gesagt hat, dass auf Misstrauen aufbauend eigentlich erst Komplexität entsteht oder so ungefähr. Dieser Zusammenhang zwischen krasse Komplexität entsteht in der Regel, wenn irgendwo Unsicherheit oder auch mangelndes Vertrauen da ist. Wir verschwenden in Deutschland so viel Zeit darauf sicherzustellen, dass bloß niemand sagen kann, wir wären schuld, dass wir da eine unglaubliche Energie verbatzen und auch ganz viele Sachen, die wirklich auch positiv angelegt sind, damit im Keim ersticken. Warum bin ich CEO von einem AdTech, von einem Social Startup? Das Gute ist, ich muss verantworten, was ich tue. Und das hilft auch keiner. Und 22 Stunden am Tag habe ich den geilsten Job der Welt. Wenn man morgens zwischen 2 und 4 aufwacht und man weiß, dann ist man für 35 Leute zuständig, man muss 1 Million im Jahr fundraisen. Es gibt auch Momente, da ist das scheiße. Da ist man ganz schön alleine und fragt sich diverse Sachen. Aber ich entscheide, was wir tun mit meinem Team. Und wenn ich sage, es ist sicher genug in dieser VUCA-Welt, es ist unsicher, es ist mehrdeutig, es ist wirklich nicht beständig, ich muss eine Abschätzung treffen und wirklich zu sagen, es ist sicher genug, ich kann diese Entscheidung verantworten, auch wenn ich nicht alle Details davon genau absehen kann, aber es ist sicher genug, ich gehe damit. Das ist etwas, was für viele Deutsche ein unglaubliches Problem darstellt und in der Verwaltung oder überhaupt in allen auch offiziellen Bereichen, die überall ja permanent Rechenschaft abgeben müssen, ein Stopper ohne Ende ist. Siehst du es ähnlich, Thomas? German Angst? Ja. Ich sehe es genauso. Ja, wirklich. Also wir haben. Kompliment. Ja. Wir wollten hier diskutieren. Und ja, aber es ist halt so. German Angst. Du weißt, ich war früher bei Zukunftsnarrative. Da hatten wir auch das Angst-Thema. Aber ja, wir vom Verband, wir beraten ja Unternehmen, dass die halt eine KI einsetzen können, nur Mittelständler und so. Und wir sagen ihnen immer: Vergesst mal KI. KI ist überhaupt nicht euer Problem. Euer Problem sind Daten. Ihr müsst euch um die Daten kümmern. Dann kommt die Angst hoch, weil auch die ganzen Mittelständler, die brauchen keine Nerds, die irgendeine KI programmieren. Das sagen wir denen immer. Ihr braucht keine KI, ihr braucht nur die Daten. Kauft euch die Lösung für die KI, kauft euch einen Entwickler, der das macht, kümmert euch aber mal um die Daten. Weil das Erste, was passiert ist, man guckt sich diese Daten an, man guckt sich Maschinendaten an, so als Beispiel. Und will Maschinendaten auswerten, einfach
wann braucht die Maschine mehr Strom, wann brauchst du weniger Strom und so weiter, weil das kann eine KI machen, um rauszufinden, wie kann ich zum Beispiel Strom sparen. Ja, dann machen die das und dann holen sie sich einen Entwickler, der macht eine KI und dann wird das Projekt gestoppt. Warum wird das gestoppt? Weil der Betriebsrat sagt, ihr seid aber böse. Ihr könnt ja erkennen, dass die Maschine da mehr Strom verbraucht hat als da. Und da hat der gearbeitet, der hat viel besser gearbeitet als der. So, und das ist das Problem in Deutschland mit den Daten, was Julia auch gesagt hat. Weil das ist dann halt ein Nebeneffekt. Also muss ich die Maschinen halt so lange auswerten, bis ich so viele Daten habe, über Wochen, über Monate, dass ich nicht mehr erkennen kann an den Daten, wer hat denn da vorgesessen und hat gearbeitet. Im Zweifelsfall, wenn man macht die Arbeit so und lässt den oder die Mitarbeitenden in der Zeit sich nicht mehr anmelden an der Maschine, dass man überhaupt nicht weiß, wer da gearbeitet hat, weil mir geht es um den Stromverbrauch. Ich möchte den Stromverbrauch in diesem Use Case senken und nicht den Mitarbeiter kontrollieren, weil das darf ich nicht. Aber da geht das Datenproblem los. Und wir sagen den Unternehmen immer, 80% eines KI-Projekts sind Daten, Daten, Daten. So, wir kommen in 3 Jahren wieder, wenn ihr die Daten habt. Aber dann empfehlen wir euch, wer ein Entwickler, der euch das in 3 Wochen vielleicht mal programmiert. Weil Programmieren, weiß ich nicht, ihr habt ja so schöne T-Shirts an. Programmieren ist ja wirklich was für die, die es gerne wollen und die schaffen das auch. Aber Python-Entwickler will sich nicht darum kümmern, wo kommen die Daten her, weil dafür braucht man Data Scientist, oder? Genauso. Ja. Wenn ich euch so zuhöre, für mich macht das alles Sinn, ne? Das erschließt sich für mich, oder ich bin der absoluten Überzeugung, dass künstliche Intelligenz wirklich ja schon lange, lange mitten unter uns ist, nicht nur wegen meiner grünen Schuhe und so weiter. Was mir Angst macht, und das, heute habe ich weiße Haare. Was mir Angst macht, ist tatsächlich, dass ich als Lehrerin an einer Bildungseinrichtung, die Kinder von der 5. bis zur 10. Klasse eigentlich ausbildungsreif machen sollte, weder auf die Berufsnamen dieser Zukunft. Du hast eben gesagt, du bist CEO eines CXO. Eine App Social Startup der Hacker School halt. So. Und ich kann als Lehrerin natürlich mich fortbilden und sagen, okay, welche Berufe kommen da eigentlich auf die Kinder zu? Und sicherlich, es gibt ja eine Prozentzahl, Julia, korrigiere mich, 60% der Berufe sind noch gar nicht tatsächlich erfunden, in denen unsere Kinder arbeiten werden. Also muss ich doch davon Abstand nehmen und sagen, okay, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich die Kinder, auf welche Berufe ich sie vorbereite, sondern ich brauche die Kompetenzen. Und du hast eben gesagt, wir machen immer, oder Stefan Muhle hat es auch vielmehr gesagt, wir suchen noch Begründungen, damit wir bloß nicht schuld sind. Drehen wir das mal um. An welcher Stelle sind wir denn eigentlich unserer nächsten Generation gegenüber schuldig geworden, weil wir sie ja gar nicht mehr ausbilden? Wenn ich überlege, du sprichst von Python, ein sozusagen Programmierungsprogramm, Scratch könnte ich als nächstes nehmen. Gelernt habe ich diese Begriffe durch die Hacker School, nicht durch meine eigene Sozialisierung in der Schule, nicht durch irgendwie autodidaktische Medienkompetenz, die ich meine, mir angeeignet zu haben, sondern einfach, weil da jemand plötzlich von außen kommt. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, ich würde Python nicht kennen, ich würde Scratch nicht kennen. Sind wir schuld in unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr, dass wir verpasst haben vorzubereiten, dass wir verpasst haben, künstliche Intelligenz willkommen zu heißen und es einfach akzeptiert haben, dass sie als Fremder sozusagen, die wir nicht so richtig einschätzen können, sich breit gemacht haben? Hättest du mich nicht getroffen, wäre dein Leben sowieso anders verlaufen. Natürlich, selbstverständlich. Aber auf der praktischen Ebene, ich glaube, die Schuldfrage ist komplett irrelevant. Das ist für jeden guten Deutschen, total ungewöhnlich, dass es überhaupt nicht interessant ist, wer schuld ist, sondern dass es doch eigentlich immer darum gehen muss, zu sagen, Mensch, also never waste a good crisis oder einen guten Fehler, sondern zu gucken, was kann ich daraus lernen? Auch, was du als Beispiel sagtest, Thomas, mit den, der hat wahrscheinlich krass gearbeitet und der nicht so. Einfach auch mal annehmen, der nicht so, hat wahrscheinlich auch noch mal viel mehr Spaß an dem, was er tut und eine intrinsische Motivation, wenn er auch auf dieses Krass-Niveau kommt. Und oder da mal zu gucken, eine Maschine nebenbei bedient. Oder was auch immer. Aber da wirklich reinzugucken und zu sagen, wir haben die Situation so, wie sie jetzt ist. Wir wissen alleine von den Bevölkerungszahlen, so Pyramide und so weiter, dies leave no one behind. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen jungen Menschen zurückzulassen. Wir haben die Situation, es fallen, glaube ich, dieses Jahr nur noch 700.000 Kids aus der Schule raus. Das ist übrigens deutlich weniger als noch vor einiger Zeit. Wir haben 500.000 Ausbildungsstellen, 250.000 davon unbesetzt. Die Hälfte der Ausbildungsplätze, die wir anbieten, wird nicht besetzt. Und nicht nur deshalb, weil die Unternehmen sagen, ah, tut mir leid, auf dem Niveau kann ich nicht arbeiten und die Rechtschreibkorrektur, die ist noch nicht so gut, dass sie alles auswärzen kann, sondern auch, weil wir es nicht schaffen, die Kids dafür zu begeistern,
genau diese Sachen zu lernen. Ich bin selbst keine IT-Lehrerin, ich bin seit 20 Jahren aber mit einem liiert. Ich habe also so ein Exemplar zu Hause. Die werden nicht erwachsen. Und das ist das Tollste, was ich über meinen Mann sagen kann. Die sind neugierig. Für die Jungs unter den IT-Lern reicht es ja meistens zu sagen, es ist neu und es blinkt. Für die Mädels brauchen wir, es ist neu, es blinkt und es macht auch noch irgendwas richtig Cooles. Im Sinne von, ich kann irgendwie ein bisschen die Welt retten, soweit zum Thema Vorurteile. Aber es heißt offiziell Kontextualisierung, das heißt, den Reason Why, der wird bei den Mädels immer noch viel früher abgefragt. Und damit wirklich reinzugehen, nein, die Schule bildet heute nicht für die Zukunft aus, nicht nur für die Bedarfe der Unternehmen. Ich sehe die Schule per se nicht als eine Produktionsmaschine für, wir brauchen möglichst viele Arbeitende in den Unternehmen. Aber ich wünsche mir eine Schule, die auf das Leben vorbereitet, was wir da draußen sehen. Und es gibt großartige Lehrende, es gibt wunderbare SchulleiterInnen, die wirklich versuchen, noch was zu drehen. Aber solange wir ein System haben, wo Kinder aus der Schule kommen, in die Uni gehen und zurück in die Schule gehen, ja, wovon sollen sie denn erzählen? Vom Studium? Und das sind einfach die Sachen, wenn wir da mal andenken, dass zum Beispiel Lehrende verpflichtend ein Jahr mit Kindern arbeiten müssen, bevor sie studieren, und dass sie nicht nach dem Studium sehen, oh mein Gott, wer sitzt denn da? Das ist ein ganz anderes Setting. Und wenn sie dieses Jahr, wo sie mit Kindern arbeiten, oder vielleicht ein Jahr in die Wirtschaft, ein Jahr mit Kindern arbeiten und dann, wenn ihr immer noch wollt, ab ins Studium für Lehrberuf, dass sie da einfach ein Leben kennenlernen, was da ist. Weil diese Bewahrermentalität in der Bildung hat auch ihre Begründung. Einfach, weil es geht nicht darum, möglichst leistungsfähige Rennpferde zu produzieren. Aber es geht auch darum, zu gucken, auf was bereiten wir vor. Und das Schulsystem kommt aus Preußen, Kinder von den Feldern, das haben wir heute nicht mehr. Sondern wir müssen gucken, dass wir Lösungskompetenz schulen, dass wir gucken, dass Begeisterung und Neugierde, dass die 21st Century Skills da sind, weil die Zahl war fast korrekt, 65% der Grundschulkinder von heute werden halt in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Und von daher, Wissen kann ich googeln, aber die Fähigkeiten zum Wissenserwerb, die muss ich lernen, und die Neugierde und Kreativität auch. Bedeutet das denn nicht, Thomas, dass ich im Grunde genommen, wenn ich das zu Ende denke und wenn ich sage, okay, du hast es eben so schön beschrieben, von der Schule in die Uni, in die Schule, und ich bleibe in meiner Blase und bin beschützt, dass ich theoretisch auch meine Lehrkräfte verpflichten müsste, mal mindestens 2 Wochen im Jahr in ein Praktikum zu gehen, um wirklich in die Wirtschaft zu gucken? Heißt, müsst ihr nicht zu uns in die Schule und euren Blick uns wiedergeben, was ihr wirklich braucht? Tun wir ja. Ich zumindest. Also wir unterstützen, wir haben wirklich mehrere große Gemeinschaften gebildet, wo wir zum Beispiel allen Berufsschullehrern in Deutschland anbieten, dass sie zu uns kommen können. Und denen erzähle ich dann einmal im Jahr was über KI, oder meine Kollegen erzählen ihnen was über andere Technologien. Also gerade das tun wir. Wir sind auch dabei, sie einzuladen. Es gibt große Events. Die letzten 2 Jahre konnten wir es zwar nicht machen wegen Corona, haben wir das dann online gemacht. Aber ja, das machen wir schon seit, ich weiß nicht, wie viel Jahren. Also wir unterstützen aktiv die Schulen und vor allen Dingen Berufsschulen, um ihnen die neuesten Skills, die wir brauchen, ja, mitzuteilen. Nur, was ist mir dann gespiegelt worden? Also ich habe da mit einigen gesprochen, die mir dann gesagt haben, ist ja cool, wenn wir jetzt zu euch kommen könnten, dann gebt ihr uns Daten, ja, wir dürfen an eure Roboter, und wir würden das gerne umsetzen. Jetzt gucke ich wieder auf die T-Shirts. Ey, wir haben nur C gelernt, sagen die mir dann. Das haben die mir letztes Jahr gesagt, weil im Curriculum steht nur C. Dann sage ich, wann ist denn das? Das habe ich schon in den 80er Jahren gelernt, als ich meine ersten Kenntnisse mitgemacht habe. Das ist kein Witz. Damit kann ich keine Daten auswerten, weil dafür ist es nicht da. Ne? Und das Problem liegt also auch wieder daran, dass das, was Sie als Vorgabe haben, ist überhaupt nicht aktuell. Da müsste Python drinstehen, da müsste, keine Ahnung, meinetwegen auch ABAP drinstehen, weil die ganze Wirtschaft braucht SAP-Entwickler, die müssen ABAP programmieren können oder Java oder sowas. Ja, PHP, sowas, genau. Aber nicht, dass wir jetzt sagen, okay, liebe Berufsschüler, Berufsschulen, ihr müsst das und das machen, das dürfen die gar nicht. Und wir fordern von der Industrie, dann von den Lehrern, also ich habe die Diskussion selber mitgeführt, dass sie sich mal mit Daten beschäftigen und mit aktuellen Programmiersprachen. Und dann gibt es ein paar, nicht nur eure Schule, ich kenne auch noch so ein paar mehr, die tun das dann einfach. Die machen dann halt einfach Python, obwohl im Lehrplan C steht, weil die sagen ganz klar, was soll ich mit C, ist ja noch nicht mal C-Sharp oder so. Sowas ist doch Steinzeit. Ich fahre auch nicht jeden Tag mit irgendwie einem VW Käfer aus den 60ern zur Arbeit. Ich
muss dieses Panel ja zu Ende moderieren können. Ne? Und wenn ich jetzt weiter auf PHP und Java und Quanten eingehe, dann wird meine Kompetenz möglicherweise überfordert. Aber wir haben ja euch in der Hackerschool, die sozusagen dafür sorgt, und du hast es eben eingangs gesagt, dass ihr Kinder befähigt, tatsächlich so den Grundansatz für Algorithmen, für aber Coden, für Programmieren, für sozusagen Anwendung zu kennen oder kennenzulernen und wirklich selber auch anzuwenden. Ihr reist durch die Schulen, dein Jahresziel oder die nächsten sozusagen Ziele sind ganz Niedersachsen, 3.500 Schulen eigentlich, mindestens aber 6.000 Kinder sozusagen fit zu machen, was ich für einen super Ansatz halte. Ich frage mich aber neben dieser Datendiskussion und neben der Diskussion, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, wo die ethische Grundfrage ansetzt. Und zwar aus zweierlei Dingen. Natürlich können wir in die Diskussion gehen, darf es Pflegeroboter geben, wie intelligent dürfen sie sein. Wir haben tatsächlich gestern das Beispiel bei Kansas Keynote gesehen mit den Robben, dass es menschlich, vermenschlichte Robben sozusagen für Altersheime gibt, die auf den Schoß von Senioren gesetzt werden, die tatsächlich Augenbewegung, feuchte Augen haben, die warm sind vom Fell und die was auslösen in Menschen tatsächlich. Wir können darüber diskutieren, ist es gut oder schlecht. Diese Diskussion meine ich gar nicht in Gänze, auch beim autonomen Fahren natürlich dann über ethische Fragen zu diskutieren. Ich möchte mal noch tatsächlich auch, weil es ja immer noch um Bildung irgendwie geht, anfangen bei der künstlichen Intelligenz, die mir zum Beispiel im Moment am meisten Sorge macht. Gucken wir mal, und ihr alle habt vielleicht von TikTok gehört, möglicherweise die App noch nicht runtergeladen oder ihr nutzt sie zu Werbezwecken, wie auch immer. Wenn ich in TikTok gucke von meinen Kindern in der Schule, die in diesem For You-Feed, sprich in diesem eigenen Fernsehprogramm eigentlich, was ihnen gefühlt wird, da spielen Algorithmen ja eine ganz große Rolle. In gewisser Weise ja dann auch irgendwie künstliche Intelligenz eine Rolle, weil sie das Kind vor dem Bildschirm auslösen. Ich mache mal ein Beispiel. Als der Krieg in der Ukraine losging, wurden in diesen Feed quasi Kriegsvideos eingespielt. Und die Kinder sind neugierig von Natur aus. Faszination ist grausam, gibt es immer, und Neugier gibt es schon auch immer. Sie wählen sich also durch diese Videos und gucken und gucken. Und es werden innerhalb von einer Stunde immer mehr Videos angezeigt, die gar nichts mit der Ukraine zu tun haben, sondern tatsächlich Videos angezeigt werden von Enthauptungen, von wo man eindeutig das möglicherweise auch im arabischen Raum zuordnen kann. Und die Kinder sagen, guck mal, was da in der Ukraine los ist. Wann haben wir das zugelassen, dass wir Kinder sozusagen in eine Welt entlassen, von der wir keine Ahnung haben, die wir nicht kontrollieren, obwohl wir ihnen eigentlich dezidiert beibringen, wie sie über die Straße zu gehen haben und wir zum Autofahren einen Führerschein brauchen? Haben wir da als Gesellschaft, sind wir da in eine Gap gewandert, ohne das zu merken? Eine Antwort auf diese Frage ist einer der ganz großen Triebkräfte der Menschheit, das ist die persönliche Bequemlichkeit. Also mein Vater hatte einen Facharzt in Neurologie und Psychiatrie. Der hat mir damals erzählt, wann die Konzentrationsfähigkeit von Kindern angelegt wird. Was schätzt ihr? Unter einem Jahr, über einem Jahr in der Schule? Es ist auf dem Wickeltisch. Es ist im Kinderwagen. Es ist da, wo der Augenkontakt von Mutter, Vater mit dem Kind passiert. Wo sind denn die Augen von jeder Mutti mit dem Kinderwagen heute? Die sind hier. Und das ist ein Ansatz, wo wir sagen, also jeder, der Kinder hat, so Tablets sind wahnsinnig bequem. Es wird genörgelt, es wird diskutiert, Tablet ist es Ruhe. Dass wir für uns als Gesellschaft nicht reflektieren, dass der einfachste Weg immer der schlechteste ist. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das anders sein mag. Aber dieses mit einfache Lösung, auch was jede populistische Partei verspricht, selbst bei den Schwedendemokraten, habe ich kurze Zusammenfassung gehört im Radio, die haben für alles eine einfache Lösung und hinterher ist alles super. Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist auch das, ja, das ist ein Problem, das ist ein riesiges Problem. Die Herausforderung, wie auch unser hier, der heute Morgen hatte der angefangen mit dem Poetry Slam, ne? Ja. Wundervoll, die Gedanken, die er da drin gehabt hatte, mit wenn er nachts eine Tiefkühlpizza und saure Gurken bestellt, dann muss er schwanger sein, völlig egal, ob er jetzt dafür biologisch ausgestattet ist oder nicht. Da draußen sind nicht alle Menschen gut und es haben auch nicht alle eine Schulleitung wie dich. Was wir aber machen können und müssen, ist die Kinder und die Jugendlichen genau darauf vorzubereiten. Wenn ich mit meinem Sohn darüber spreche, der keinen Zugang zu TikTok jetzt hat, aber wenn man bespricht, dass jede dieser Apps den alleinigen Auftrag hat, dich so lange wie möglich in dieser App zu halten, dann, wenn die Kinder die Ansätze verstehen, wie sie manipuliert werden sollen, dann kann man dagegenhalten. Dann weiß man, ah nee, nicht noch das, stopp. Genau noch ein Ding, mach einen Vertrag mit dir selbst, halte dich an dieser Vorgabe, änder das.
Und wenn auf der anderen Seite ein Vertrauensverhältnis versteht, wo ihr ja auch sehr, sehr viel Zeit als Schule rein investiert, zu sagen, sprecht mit uns. Es geht nicht um Strafe, es geht auch nicht um Schuld, sondern es geht darum, wenn du was siehst, was dich verstört, komm zu mir. Es gibt gute Geheimnisse, es gibt schlechte Geheimnisse. An der Stelle sind wir immer wieder an dem Punkt, dass ein schlechter analoger Prozess in der digitalen Welt ein schlechter digitaler Prozess wird. Und wenn wir Vertrauen, Austausch, Nachfragen, Lernen, Begeisterung für Fehler und die Wertschätzung, wenn wir das in der analogen Welt nicht hinkriegen, sehen wir die Folgen davon in der digitalen Welt. Stefan Muhle ist ja ein Freund davon, der immer sagt, wir müssen an bestimmten Stellen ganz ehrlich zueinander sein. Und wenn wir das sind und ich die Frage nochmal stelle, dann würde ich tatsächlich das auch nochmal vertiefen fragen und sagen, Thomas, sind wir möglicherweise mitverantwortlich, dass wir so viel Ängste entwickelt haben gegen künstliche Intelligenz, dass wir in Social Network gegen all diese Manipulationen, Social Bots und so weiter nicht aufpassen, weil wir zu bequem waren und weil wir eigentlich gesagt haben, wir sind so satt, wir brauchen gar nichts höher, schneller, weiter. Unsere Generation hat keinen Bedarf mehr an Kompetenzaufbau, weil wir ja alles haben. Kann man das so sagen? Vielleicht ein Stück weit ja, aber fangen wir noch mal mit dem TikTok an vielleicht. Also ich gebe immer den Rat, wenn eine App nichts kostet, dann sollte man mal vorsichtig sein, weil warum, ein Softwareentwickler kostet Geld, meist kostet der viel Geld und so eine App müssen ganz viele Softwareentwickler machen. Warum setzt sich ein Unternehmen dahin, hat hunderte von Softwareentwicklern, die machen eine App, die auch noch funktioniert und verschenkt die dann hinterher? Muss man sich vielleicht mal irgendwie mit auseinandersetzen, womit verdienen die denn überhaupt Geld? Ja, vielleicht mit meinen Daten schon mal als erstes und die verkaufen sie dann, indem sie mir Werbung einblenden. Ja, also das ist doch das erste Problem. Und das zweite, und wir haben halt riesige Versäumnisse auch in der Gesellschaft, wir diskutieren über allen Kram, aber nicht darum, wo wollen wir überhaupt hin? Wo wollen wir mit unseren Daten überhaupt hin? Und welche Daten wollen wir öffnen? Welche wollen wir nicht öffnen? Ich habe heute Morgen in einem anderen Panel ja schon mal nervend gesagt, dass mich das nervt, immer ständig ein Portemonnaie mit mir rumzutragen müssen. Ich hätte gerne meinen Personalausweis hier und meinen Führerschein hier. Und da würde ich auch für einstehen, dass ich das kriege. Weil wenn ich mein Portemonnaie verliere, ist der Führerschein genauso weg, hat auch einer meine Daten. Aber die Diskussion ist einfach nicht da. Wir gehen weiter, jedes Jahr 170 Seiten zum Finanzamt als Steuererklärung oder so ähnlich, hat heute Morgen irgendjemand gesagt, oder, in Papierform. Aber sowas diskutieren wir nicht. Also meiner Meinung nach fehlt irgendwie so eine Diskussionskultur über Daten oder über den Umgang mit Daten und Technologie. Wenn ich da abschließend noch mal einmal, ich stochere ja gerne in dieser Wunde rum, worauf wir keine so richtigen Antworten haben, aber wir haben 4,5 Milliarden Menschen weltweit, die Social Network nutzen, täglich. Wir behandeln das in der Schule mindestens als Randgebiet. Also ich sag mal so, da gibt es dann so ein Präventionstraining einmal im Halbjahr, da sind Kinder dann 5 Stunden in der Aula und dann kommt ein Medienpädagoge, die durchaus wirklich super Arbeit leisten. Die Medienpädagogen und Medienpädagogen in unserem Land machen wirklich gute Arbeit, mindestens in Niedersachsen. Und die jagen Kinder durch so einen Medienschutzparcours. Und die Kinder sagen, ja, ich darf kein Bild verschicken, ja, ich darf dieses nicht, ja, ich darf nichts verändern, ja, Deepfake ist ganz schlimm und die Face-App ist eine Katastrophe. Das können sie dir alles runterbeten. Dann gehen sie nach Hause und sagen, prima, aber eigentlich ist die Face-App doch geil und der Hollywood-Filter noch besser und ich verändere mich mal kurz. Ist es nicht so, dass wir im Grunde genommen bei all dem, was ihr tut mit der Hacker School, bei all dem, was ihr tut mit dem Engagement für Berufsschulen und für andere sozusagen Bildende oder die in der Bildungsbranche tätig sind, dass wir eigentlich ein deutlich höheres Gehör bräuchten und dass wir alles über Bord werfen müssen und sagen, Leute, wir haben ein Grundproblem, das ist das Nichtverständnis von Daten, das Nichtverständnis von künstlicher Intelligenz und der fehlende ethische Anspruch. Sollten wir nicht mal alle Lehrpläne und alle sozusagen Vorgaben über Bord werfen und neu aufsetzen, Julia? Ich bin dabei. Finde ich gut. Du kennst mein Credo für einmal exemplarisch Lehrplan so richtig entschlacken. Ich hatte ja heute Morgen schon Konsekutiv- und Adversativsatz angesprochen als Vorschläge, was man in Deutsch vielleicht nicht braucht. Aber da wirklich mal ohne Denkverbote reinzugehen, grundsätzlich bin ich kein uneingeschränkter Fan von alles über Bord werfen, weil man häufig Sachen auch nicht direkt versteht. Und wenn man sich mit dem Gerald Hüther unterhält zum Beispiel oder einfach mal guckt, man könnte heutzutage diskutieren, müssen die Kinder noch mit der Hand schreiben lernen? Mal ganz im Ernst, macht doch keiner mehr. Und wenn ich die Handschrift meines Mannes sehe, könnte ich auch sehr viel dafür empfinden, dass man das vor ein paar Jahren schon hätte abschreiben können.
Auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass das Erlernen der Handschrift insbesondere für das Verständnis von Sequenzialität im Hirn zuständig ist, dass ich verstehe, was kommt in welcher Reihenfolge, dass es eine Motorik gibt, dass das Erlernen einer Fremdsprache, man kann diskutieren, ob es die zweite braucht. Aber wir haben gesehen, als die Geflüchteten zu uns gekommen sind vor einigen Jahren, also verstärkt, die Menschen, die bereits eine Fremdsprache gelernt hatten, kamen viel besser ins Deutsche rein. Und da wirklich zu gucken, Grundfertigkeit, nicht alles, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, aber mal ein bisschen den Wasserstand senken und wirklich gucken, wie viel braucht es denn, um zu schwimmen. Und da einfach reinzugehen und es wirklich mal kritisch zu hinterfragen, und zwar nicht von den Menschen, deren Machtposition oder you name it daran hängt, sondern einfach mal von Menschen, die aus anderen Gründen interessiert sind. Sei es Unternehmen, die auch tatsächlich ja ein Rückgrat der Gesellschaft mit darstellen, sei es von Menschen, die passioniert mit Kindern arbeiten und die, wie zum Beispiel in Gerhard Hüther oder Margret Rasfeld, die einfach mit dem Ansatz ranreiten, es darf nicht sein, dass Kinder ihre Freude am Lernen verlieren. Das ist das Einzige, was sie durch die Zukunft bringen kann. Wenn ich Bock auf Lernen habe, habe ich einen ganz anderen Zugang zu allen Möglichkeiten. Und unter dem Aspekt, die Sachen zu hinterfragen und von mir aus erstmal exemplarisch zu zeigen, es ist nicht schlimm, man kann Sachen machen, man kann das Fach Leben einführen in der Schule, man kann einstündige Fächer zusammenlernen, man kann diese, und wenn es der Konsekutivsatz sein muss, man kann das in einem anderen Contest einfach mal mit Inhalten füllen und mit einem Grund, warum man es lernen sollte, wäre ich sofort dabei. Das heißt doch, Thomas, am Ende, und das sozusagen als Schlusskredo von dir vielleicht nochmal, wenn ich so in so einen Raum gucke und sage, da sind so, nicht ihr, also das sind alles interessierte Bürgerinnen und Bürger, aber sitzen möglicherweise auch Leute, die sagen, okay, wir haben jetzt so lange gesessen und uns ausgeruht, wir machen nichts mehr raus damit und tatsächlich künstliche Intelligenz als Mitglied unserer Gesellschaft wirklich willkommen heißen, kennenlernen, aufeinander zubewegen, zu sagen, okay, wie funktionierst du eigentlich, wer bist du? Macht es Sinn zu sagen, dafür brauchen wir Dinge, die vielleicht 200 Jahre Bestand hatten im Bildungssystem? Gleich, ob in der Schule oder in der Aus- und Weiterbildung, einfach mal hinten rüber zu werfen und zu sagen, Leute, lass mal mutig sein, lass uns mal neu ansetzen, lass mal ein Systemhack machen. Also wir müssen es nicht willkommen heißen, weil es ist schon da, es geht auch nicht mehr weg, meiner Meinung nach. Genau. Wir sehen es ja schon. Und ja, wir brauchen halt irgendwie einen gesamtgesellschaftlichen Konsens darüber, was wir wegpacken können und was vielleicht neu aufnehmen müssen. Und deswegen, ja, ich wäre dabei, dass man bestimmte Sachen da rauskriegt, aus dem Lehrplan zum Beispiel, aber ich wäre nicht dabei, wenn es eine Schulorganisation macht, also nicht Schulen, sondern einfach irgendwelche da drüber, weil die haben Scheuklappen auf, meine Meinung, weil da muss man einfach rangehen, man muss halt die breite Gesellschaft dazu holen, wie denkt die über die Daten, weil, wie heißt dieses Ding da, Payback oder so, da gibt auch jeder seine Daten hin, so, die wird auch über KI ausgewertet irgendwann, was haben die Leute gemacht, da ist das gut, weil da kriegt man irgendwie Punkte für und das muss man den Leuten klar machen, wir müssen da eine Idee für haben, die dann halt zu dem Ergebnis führt, was kann ich aus dem Lehrplan nehmen und was nehme ich wieder auf, weil da muss Neues rein. Was ich heute für mich aufnehme und mitnehme, ist, dass es tatsächlich so ist, dass künstliche Intelligenz längst schon ein Mitglied unserer Gesellschaft ist, ohne dass wir es vielleicht in der Gänze willkommen geheißen haben, dass es aber unsere Aufgabe ist. Und in jedem Panel, in dem ich heute teilhaben durfte, habe ich auch gelernt, dass jeder dafür ist, dass wir doch endlich mal Schule und Bildung reformieren, Konsekutivsätze, ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist, irgendwie ein Adverbialsatz, über Bord werfen, so wie vieles andere auch, und neu anfangen. Dafür braucht es Gemeinschaft, dafür braucht es ganz viele Unterstützer, Sie zu Hause, Sie hier im Saal, und es muss tatsächlich mal Bewegung reinkommen. Nicht nur bei tollen Panelisten und Speakern bleiben, die darüber reden, sondern wir müssen machen. Und dafür ist jeder von uns selber verantwortlich und jeder, der heute hier auf der TechTide ist und war, hat einen Teil und einen Beitrag dazu geleistet und dafür herzlichen Dank. Euch beiden herzlichen Dank. Der KI. Okay. Herzlichen Dank und willkommen in der Gesellschaft. Und dir. Danke. Wir haben noch die klassischen 2 Minuten für Fragen. Ich würde auch nichts mehr fragen zu PHP und Java und Quanten sowieso überhaupt. Das klären wir noch mal in Ruhe. Genau. Vielen Dank. Viel Spaß noch bei dem Panel, was noch kommt, oder gute Heimfahrt. Und wir sehen uns dann hoffentlich auf der nächsten TechTide. Spätestens. Danke.